Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung neu beginnen oder ob Sie schon erfahrene Anwender sind. Vielleicht sind Sie auch 3D-Druck-Dienstleister, ein Ingenieurbüro oder an der Stelle ein Hersteller für 3D-Drucker oder Zubehör, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt: Stell die richtige 3D-Druckfrage. Was meine ich damit? Und zwar geht es darum, welche Fragen Sie stellen, wenn Ihr Gegenüber von seiner Anwendung berichtet oder man ein bestimmtes Vorhaben mit 3D-Druck hat. Denn als 3D-Druck-Anwender im Unternehmen oder als 3D-Druck-Dienstleister hat man eine bestimmte Verantwortung zu tragen. Denn hier geht es ganz klar darum, man muss die richtige Frage stellen. Und stellt man die richtigen Fragen nicht, dann klappt es auch nicht. Denn es fehlt schlussendlich dem Anwender oder dem Dienstleister eine wichtige Information, die dazu beiträgt, aus dem zu druckenden Teil eine wirklich 3D-gedrückte Lösung zu machen. Und ich habe ein paar Beispiele jetzt mal mitgebracht, drei Stück. Es gibt deutlich mehr Fragen, die wir so umgemünzt haben, was es eigentlich bedeutet oder was, wenn man diese Frage gestellt bekommt oder diese Antwort bekommt, welche Frage man im Endeffekt stellen sollte. Also, es gibt also einige, die wir dort sozusagen übertragen haben, auf gut Deutsch gesagt übersetzt haben. Und drei Stück davon, die möchte ich Ihnen jetzt mal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn es am Anfang heißt, druck mir das mal in SLS oder in SLA oder in der neuen HP-Technologie oder mit einer anderen Technologie in FDM. Dann sollten Sie als Dienstleister viel eher fragen oder als Anwender, sag mal, Technologie beiseite, was willst du denn wirklich haben? Worum geht es dir wirklich bei diesem Bauteil? Na, ganz wichtige Frage. Und wenn Sie dann so eine flapsige Antwort bekommen im Sinne von, ach, was muss man dafür reden? Druck einfach. Druck nach Zeichnung. Na, da muss man schon drüber lachen. Druck nach Zeichnung. Dann rollen viele schon die Augen. Das heißt viel wichtiger, also viel eher, hey, was ist dir denn wichtig? Oder zum Beispiel, ja, es muss aus Stahl sein. Das Bauteil muss aus Edelstahl sein oder aus Titan. Was anders geht da nicht. Dann muss man vielleicht eher fragen als Anwender, sag mal, was möchtest du denn mit dem Bauteil genau machen? Was soll dieses Bauteil denn aushalten? Denn der Werkstoff ist nicht alleine verantwortlich für die Kraft, sondern auch, wie sie die Kraft im Bauteil von A nach B leiten und wie dieses Bauteil schlussendlich konstruiert ist. Dazu finden Sie aber mehr im 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch an der Stelle. Also wenn Sie das additive Konstruieren lernen wollen auf einer wirklich einfachsten Art und Weise, dann wäre das Buch in dem Fall das Richtige. Das finden Sie in den Shownotes. Aber auf was ich hinaus wollte ist, hüpfen Sie nicht über jedes Stöckchen, was der Anwender oder besser gesagt derjenige, der das Teil gedruckt haben möchte, unbedingt von Ihnen verlangt. Sie müssen da nicht immer drüber hüpfen. Sie dürfen auch Ihre eigenen Fragen stellen. Auch wenn es beim einen oder anderen mal so ein bisschen drauf ankommt im Sinne von, ach, jetzt nerv nicht mit deinem Thema 3D-Druck an der Stelle, sondern wirklich drauf beharren, weil das sind wichtige Informationen für Sie, die Sie vielleicht seither nicht bekommen haben und die dafür verantwortlich sind schlussendlich, ob dieses Bauteil in der richtigen Position gedruckt wurde. Und vor allem auch, vielleicht kann man ja dem Bauteil was weglassen, vielleicht ist etwas total überdimensioniert. Und es sind ja meistens nicht die größten Änderungen an dem Bauteil, sondern es sind Kleinigkeiten, die extrem dazu beitragen, dass das Bauteil leichter wird, einfacher zu montieren, dass man vielleicht noch die ein oder andere Funktion mit hinzufügt, eine Beschriftung hinzufügt oder ein besonderes Label und so weiter. Ne? Dass es vielleicht auch noch günstiger ist, als man es am Anfang vielleicht kalkuliert hat. Und das ist anders wie in der Lohnfertigung mit Metall. Dort sagt man, fertige nach Zeichnung. Auf der Zeichnung steht alles drauf. Ne?
sollte mindestens so sein. Vielleicht fehlt mal ein Maß oder man sieht eine bestimmte Stelle nicht. Aber da ist alles drauf und es funktioniert schon seit Jahrzehnten hervorragend, nach Zeichnung zu fertigen. Bei 3D-Druck ist es noch ein Thema. Da sagt die Zeichnung nicht viel aus. Man braucht eine digitale Datei. Und zwar noch weitere Informationen, wie man dieses Bauteil in den Bauraum legt, welches Material man verwendet etc. Also, passen Sie auf, welche Fragen Sie stellen oder gestellt bekommen. Und es macht absolut Sinn, auf die einfachsten Fragen wie, was willst du denn haben oder was hast du denn vor, was soll das Material aushalten und was ist dir noch wichtig, darauf zu antworten, weil das den kleinen Unterschied ausmacht, ob es danach funktioniert oder ob Sie danach sagen, 3D-Druck, das war nichts und vielleicht war es doch etwas, aber der Anwender hat sich vielleicht nicht getraut, die richtigen Fragen zu stellen oder war vielleicht zu faul dafür, man weiß es nicht. Aber man schafft es natürlich dadurch immer, Leute davon zu verjagen, und zwar von 3D-Druck, weil man es am Anfang vielleicht gut meint und sagt, ach, wird schon irgendwie klappen und ich rücke dem am besten nicht auf die Pelle mit meinen vielen Fragen. Aber ganz ehrlich, lieber fragen Sie 3, 4, 5, 10 Fragen mehr und es funktioniert danach, anstatt Sie sagen, wird schon irgendwie klappen. Und dann schlafen Sie auch schlecht, weil Sie sich denken, hoffentlich schickt der Kunde diese Bauteile nicht zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele der Teile, die Dienstleister, die wir beraten, drucken, die halten meistens deutlich mehr aus, als im Datenblatt steht oder im Endeffekt vom Kunden verlangt wird, weil es ganz selten ist, dass Bauteile zurückgeschickt werden. Also, lachen Sie denjenigen bitte nicht aus, der sagt, was willst du denn mit komischen Fragen, weil er das nicht weiß. Er weiß es nicht, woher auch. Und lachen Sie denjenigen nicht aus, weil Sie vielleicht komische Fragen gestellt bekommen beim Thema 3D-Druck. Denn wer fragt, gewinnt. Wer fragt, der führt im Endeffekt die Verhandlung. Und es geht jetzt nur noch darum, die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Das ist das Wichtigste. Wenn Sie jetzt erfahrener Anwender sind oder Dienstleister, dann haben Sie das schon im Unterbewusstsein. Dann können Sie das, wie mein Opa früher gesagt hat, nachts bei minus 2 Grad mit 5 Promille in den Schnee pinkeln. Also man kann Sie nachts aufwecken und Sie würden diese Fragen immer noch wissen. Aber es geht schlussendlich immer darum, ans Ziel zu kommen. Und der Knackpunkt ist, es sind meistens die gleichen Fragen, vielleicht ein bisschen anders von der Tonalität oder Formulierung, je nachdem, wie der Gesprächspartner gegenüber ist. Aber es geht immer um dasselbe Muster. Und dieses Muster, das sollten Sie herausfinden, weil dann können Sie jede Anwendung und jede Anfrage, die kommt, auch einfach umsetzen. Und der Anwender zum Schluss, also der die Bauteile dann in der Hand hält und diese dann vielleicht in die Maschine einbaut, oder auch seinen Kunden dann weiterschickt, der fühlt sich einfach auch gut, weil er einen guten Prozess durchlaufen hat, wo man wirklich sagen kann, der die Fragen beantwortet, das passt alles an der Stelle, es macht absolut Sinn, diesen Weg so zu gehen, dann fühlt man sich gut, dann hat man auch viel mehr Sicherheit. Also, lesen Sie keine Artikel online, wo es darum geht, wie man eine Anwendung auslegt, sondern fragen Sie sich viel eher, wer hat den Artikel geschrieben und ist es jemand, der das Thema 3D-Druck verstanden hat? Also hören Sie lieber dem Dienstleister genau zu, welche Fragen er stellt an der Stelle. Und falls Sie 3D-Druck-Dienstleister sind und sich jetzt die ganze Zeit fragen, welche Fragen meint er denn? Mache ich irgendetwas falsch? Gibt es noch bessere Fragen? Dann kommen Sie einfach zu uns ins kostenfreie Erstgespräch an der Stelle. Wir haben so einen Leitfaden dafür entwickelt mit dieser Übersetzung, wie man gute Fragen stellt. Und zwar die Frage so stellt, dass es immer einfach ist, eine Antwort zu geben und dass es immer Schritt für Schritt weitergeht und schlussendlich es 2 oder 3 Gewinner gibt. In dem Fall einerseits der Dienstleister, der weiß, das funktioniert und ich habe alle Informationen bekommen und der schlussendliche Anwender, die Firma, die Bauteile in die Maschine einbaut
oder die Prototypen verwendet, die weiß, man ist in guten Händen beim 3D-Druckdienstleister oder bei demjenigen, der die Teile gedruckt hat. In diesem Sinne, stellen Sie gute Fragen und sagen Sie vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn eine Aussage kommt, die ein bisschen flapsig ist, nur um einfach an ein Bauteil zu kommen, dass es dabei um mehr geht und es extrem wichtig ist, die Fragen zu beantworten. In diesem Sinne, ich hoffe, es war eine gute Podcast-Folge für Sie, bezogen auf 3D-Druck, und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann!